In the Spotlight von RCA Columbia Pictures Video. Lieber Videofachhändler, nachfolgend präsentieren wir Ihnen unser neues Spotlight-Programm 286. Doch zuvor ein kurzer Rückblick auf den erfreulichen Erfolg der bisherigen Spotlight-Titel, auf den wir alle mit Recht stolz sind. In den Top 50 platzierten sich seit Dezember 1985 bereits 10 Spotlight-Titel und es werden ständig mehr. Das ist besonders bemerkenswert. 7 der Spotlight-Titel waren Videopremieren. Hier die Erfolgstitel. Der Zeuge der Nacht. Zum Töten verführt. Beachpartys. Das Schloss in den Ardennen. Sergeant Waters, eine Soldatengeschichte. Schnitzeljagd, Teenage-Apokalypse. Blutiger Sommer, das Camp des Grauens. Der Kurier des Todes. Lass mich mal ran, als Junge ist sie spitze. Gold. In the Spotlight ordern Sie den garantiert profitablen Verleiherfolg. In the Spotlight. Für 286 bieten wir Ihnen ein noch stärkeres Programm. In der gewohnten Top-Qualität mit aktuellsten Kinofilmen. Doch sehen Sie selbst. In the Spotlight von RCA Columbia Pictures Video. Ich finde, dass in unsere Revue noch eine Frau gehört. Aber wir haben doch keine einzige Frau in unserer Revue. Also wirklich, ich bitte dich. Im Ernst, ich meine, das ist doch nicht normal, Coco. Oh, na, wie entsetzlich. Pfui, sag ich. Davon wirst du noch Albträume kriegen. Doktor, er macht ganz abscheuliche Sachen. Oh, des Öfteren hat er das schon gemacht. Des Öfteren, ganz abscheulich. Tut mir leid, ich kann am Telefon nicht darüber reden. Das sind einfach zwei verschiedene Welten. Ich weiß nicht, was in dir gefahren ist. Aber das wird nicht gut gehen. Oh, jetzt wird er ohne seine Mama sein, mein armer Raymond. Warum nimmst du ihn denn nicht mit nach England? Die würden ihn doch niemals beim Zoll durchlassen. Aber das ist doch nur ein Plüschhund. Man muss selbst als Plüschhund bei den Engländern auf alles gefasst sein. Sie haben den Alarm ausgelöst. Oh, wie schrecklich. Das ist das erste Mal, dass mir so etwas passiert. Wissen Sie, ich... Es handelt sich um 10 Milliarden. 10 Milliarden Pfund in Lire sind das? 10 Milliarden Centime. Dieses Vermächtnis enthält eine Bedingung. Mein Erbe, Monsieur Albert Mougeot, muss sich vermählen. Könnten Sie das nochmal wiederholen? Ich glaube, ich... Oh je, muss sich vermählen. Mit einer Frau? Das scheint mir allerdings etwas... Und ein Kind kriegen. Ah. Ich hätte gerne ein Umstandskleid. Welche Größe, Monsieur? Na, meine Größe, Kindchen. Das ist er. Ah. Wie ist Ihr Geschmack in puncto Frauen? Dafür ist Renato zuständig. Fragen Sie doch ihn. Welche Größe? Oh, was haben Sie im Augenblick für Größen da? Ich aber meine... Ich bitte Sie, die Größe ist doch vollkommen unwichtig. Wenn unrichtig. Sie unter Filmstars die Wahl hätten, wen würden Sie nehmen? Oh, Robert Redford. Für den habe ich schon immer geschwärmt. Mary Redford. Ist er das? Ist das die Königin? Ja, das ist er, die Königin. Et voilà! Oh. Daryl, er ist erstaunlich. Daryl, er ist begabt. Du bist ein Naturtalent. Du bist ja ein Genie. Daryl hat Charme. Daryl hat alles. Außer einer Vergangenheit.
Daryls Fähigkeiten übertreffen jede Vorstellungskraft, wenn das alles für Daryl spricht. Warum sollte die Regierung ihm dann nach dem Leben trachten? Sie verlangen, dass wir ein Kind umbringen. Alles okay, das habe ich früher schon mal gemacht. Die beiden müssen gefasst oder erschossen werden. Er ist doch so ein lieber Junge, aus Fleisch und Blut. Sie haben kein Recht, ihn zu vernichten. Abbrechen, abbrechen, nicht starten! Daryl, wo bist du? Wollen Sie ihn abschießen? 10, 9... Anhalten! 6, 5... Er ist zur Vernichtung freigegeben, weil sein Name Daryl ist. Daryl, der Außergewöhnliche. Seine Existenz lässt sich nicht länger verheimlichen. Geschaffen. Du kannst es mir glauben. Ich war es. Ich habe deinen Körper geschaffen. Ich habe deinen Geist geschaffen und genauso könnte ich dich wieder zerstören. Sting. Jennifer Beals. Die Braut. Gestern noch war er völlig unbekannt. Heute macht er Schlagzeilen. Ihr Name? Brad. Little Brad, Brad Jr. Und gibt's auch einen Big Brad? Und wer ist der? Er ist mein Vater. Seine Nähe bedeutet Gefahr. Ein Junge, der die Gefahr sucht. Sean Penn ist Brad Jr. Das ist ein explosiver Junge in einer schläfrigen Stadt. An diesem Jungen nagt die tiefe Sehnsucht nach einer wirklich eigenen Familie. Hi. Oh, ich bin Terry. Ich finde dich super. Danke. Du hast bestimmt schon eine Menge von mir gehört. Alle sagen, du wärst ein Gangster. Viele Leute halten mich für so eine Art gelackten Kinderschreck. Hunderter? 20er. Als wir damals heirateten, hatte er die hübschesten blauen Augen, die ich je gesehen habe. Was sagst du dazu? Ein fetziger Schlitten? Er hat mir den Hof gemacht, das hättest du erleben müssen. Er sagt nicht mehr, ich hätte nichts für dich getan. Er fand den Vater, den er vergöttern konnte. Er fand das Mädchen, das er liebte. Nun muss er sich selbst finden. Ich will sehen, was in euch steckt. Beim Hausmeister ist gerade das Licht angegangen. Ich will sehen, ob ihr es drauf habt. Stehen bleiben, keine Bewegung! Du solltest nicht mal dran denken. Erzähl mir von deinem Onkel. Können wir bei dem wohnen? Das Land ist unendlich groß und in Montana gibt es auch Jobs. Ich glaube, ich liebe dich. Was hat mein Sohn denen erzählt? Terry und ich verschwinden, wir gehen weg. Sie haben ihn noch nicht richtig in die Mangel genommen. Die haben einen umgelegt? Du weißt zu viel, du denkst zu viel, du siehst zu viel. Schluss aus! Damit habe ich nichts zu tun. Lüge! Dad, hast du mit der Kanone geschossen? Ich habe dir Geld gegeben, einen Wagen, habe dich aufgenommen. Glaubst du, Dad, das bedeutet gar nichts? Ist das die Familienkanone, Dad? Ich liebe dich. War es das, was du hören wolltest? Was? Ich liebe dich auch, Dad. Sean Penn. Christopher Walken. Vater und Sohn in erbarmungsloser Konfrontation. Auf kurze Distanz.
The Spotlight von RCA Columbia Pictures Video. Sommer, Sonne und schnucklige Mädchen. Jede Masse Mädchen. Ein ganzes Nest voll. Ideal für Aufreißer. Hier gibt es nicht nur Aufreißer, hier gibt es Superaufreißer. Vor denen ist nichts sicher. Gegen die sind italienische Papagalli lahme Wasserhühner. Klar, dass bei dem Angebot so mancher in Schleudern gerät. Girls, 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 so weit das Auge schweift. Da heißt es mitmachen oder man ist draußen und rauft sich nicht nur die Haare, was sich nicht lohnt. Es gibt ganz junge Aufreißer, die hoffentlich noch super werden und ältere Semester, die mal super waren und sich jetzt eine Goldelse für den Winter aufreißen wollen. Ob jung oder alt, auf Schritt und Tritt wird aufgerissen, dass die Pampas bebt bis Patagonien. Im Fahrstuhl kommt man sich näher. Manchmal zu nahe und dann gibt's heiße Ohren und kräftig was auf die Glocke. Ja, hier kommt Stimmung auf. Die Superaufreißer langweilen sich nie. Sie haben immer alle Hände voll zu tun. Und die lästige Konkurrenz wird einfach weggeputzt. Die Superaufreißer werden auch sie umhauen. Die Jungs haben es einfach drauf. Die Superaufreißer. Hier reißt jeder jeden auf. Wer hier allein bleibt, ist selber schuld. Die Superaufreißer. Erst durch sie wird der Sommer ein Erlebnis. Das da drüben, das ist ein Texas-Shrimp. Davon lebt die ganze Stadt hier. Das sind nicht viele Shrimps. Diese Schlitzaugen haben die ganze B leer gefischt. Mein Junge hat da drüben gegen den Vietcong gekämpft. Und jetzt sind sie hier unter uns in Texas und nehmen uns die Butter vom Brot. Überall auf der Welt schützen wir die anderen. Aber für einen Amerikaner gibt es keinen Schutz. Wir wollen nichts weiter als unseren Lebensunterhalt verdienen. Und wie Amerikaner leben. Ich habe ein Boot da draußen, das ich bald an die Kredithaie verliere wegen ein paar Leuten, die mit Vietnamesen Geschäfte machen. Die Bank hat mich hängen lassen. Ich werde das Boot loswerden. Die werden dir den Kredit schon bewilligen. Du weißt, dass ich dir das Geld geben würde, wenn ich's hätte. Das ist mein Boot! Nicht so eilig! Wird Zeit, dass du mal warst! Erwachsene Männer hacken auf einem Jungen rum. Wieso setzt du dich so für diese Leute ein? Wieso? Ich will dir nicht wehtun. Ich hab dich noch immer gern. In Texas wachsen die Spannungen an der Golfküste zwischen den einheimischen Fischern und vietnamesischen Flüchtlingen. Bisher kam es schon zweimal zu tätlichen Auseinandersetzungen. Alamo Bay, ein neuer Film von Louis Malle mit Ed Harris und Amy Madigan. I'm Billie Jean Davy and I want to set the record straight. Alles begann an einem ganz normalen, ruhigen Sommerabend. Aus einem harmlosen Teenagerstreich entwickelt sich eine dramatische Story um Gewalt und den Kampf für Gerechtigkeit. Unschuldig, einer schweren Gewalttat verdächtigt, werden Billie Jean und ihre Freunde bald durch halb Amerika gehetzt. Ein gefundenes Fressen für die Medien. Aus dem zarten jungen Mädchen wird eine Rebellin, eine Jungfrau von Orléans des 20. Jahrhunderts. Für Millionen Jugendliche in ganz Amerika ist Billie Jean das mutige Symbol des Kampfes gegen die Ungerechtigkeit. You're getting too famous. Zeit der Vergeltung. Wenn sie wirklich so unschuldig ist, wie konnte sie dann ihr Kind ermorden? Sie hat's nicht getan. Glauben Sie mir, ich habe das Baby nie gesehen und ich kann über das Baby nichts sagen und ich glaube einfach nicht an das Baby. In jener Nacht hatte sie Blut an ihren Händen. Wer? Meinen Sie die Mutter Oberin? Die Bettlaken. Oh Gott, oh Gott, ich hätte es mir denken können. Warum bin ich nicht gleich darauf gekommen?
Es war überall Blut auf den Laken, aber ich weiß nicht, wie es passiert ist. Ich tat doch nichts Unrechtes. Aber ich bin hier die Ärztin. Und ich bin diejenige, die entscheidet, was wichtig ist oder was unwichtig ist. Ich weiß, was Sie vorhaben. Sie wollen Ihre Seele sezieren. Ich möchte, dass du dich an eine Nacht im letzten Januar erinnerst. Was ist das? Irgendjemand folgt mir. Wer? Was brauchen Sie, Doktor? Antworten. Hältst du das Mädchen für unschuldig? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist sie völlig gesund und nur eine gute Lügnerin. Geben Sie doch zu, dass Sie mir Dinge verheimlichen. Schmutzige Dinge, die Sie nicht auszusprechen wagen. Sie haben mich angelogen. Das geht so was. Warum sollte ich lügen? Weil von Mord die Rede ist. Ganz einfach. Ich habe nie ein Baby gesehen. Das haben die erfunden. Ich bin in Panik geraten. Vor oder nachdem Sie das Kind getötet haben? Ich weiß nicht, warum man mich quält. Was hast du mit dem Baby gemacht? Sie kann sich nicht erinnern. Es war tot. Bei der Geburt hat es noch gelebt. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Wie kann sie das tun? Hat es das? Ich weiß es nicht mehr. Hat es das? Ja! Ich weiß nicht mehr, wer wen zuerst getroffen hat oder wer sich zuerst in wen verliebt hat. Ich kann mich nur daran erinnern, dass wir sieben immer zusammen waren. Ho, ho, ho! Auf Buga, Buga, Buga! Ich bin nicht nur einfach verknallt, Kevin. Sie ist nicht nur irgendein Mädchen. Sie ist der einzige Beweis für die Existenz Gottes auf dieser Welt. Wo haben Sie Wendy kennengelernt? Im Gefängnis. Hi, Felicia, wie geht's dir? Mir? Du weißt ja, es ist nicht so einfach, mich zu sein. Weißt du, wir haben nächtelang immer nur geredet. Du hast nicht mal versucht, mich anzumachen. Ich werde dir ein Nachthemd kaufen, rot, ganz kurz und mit Spitzen besetzt. Ich fühle mich in deinem alten Pyjama sehr wohl. Und ich fühle mich wohler, wenn du meinen alten Pyjama ausziehst. Alec ist dabei, ein Republikaner zu werden und dann will er mich heiraten. Oh mein Gott! Kennst du das Gefühl, dass du überhaupt nie etwas schaffen wirst? Ich denke, dieses Gefühl ist mir vertraut. San Elmo's Fire. Die Leidenschaft brennt tief. Du wirst es nicht fassen können, wie locker das sein wird. San Elmo's Fire. Die Leidenschaft brennt tief. Hinter ihrem Reichtum, ihrer bezaubernden Schönheit, ihrer Maske von Ehrbarkeit lauert Fantasie, die noch kein Mann befriedigen konnte. Was mit einer zufälligen Begegnung begann, macht diese Frau zur Zielscheibe gefährlicher Leidenschaften und verbrecherischer Pläne. Herausgerissen aus ihrem bisher perfekt funktionierenden Leben, erliegt sie bald rettungslos der Faszination dieses Mannes. Everything is just perfect. Und er ist völlig hypnotisiert von ihrem Stil und Charme. Let me go! Das Leben zweier Menschen gerät plötzlich außer Kontrolle. Sie können nicht mehr zurück. Das Spiel, die Besessenheit, die Manipulation. Die Zielscheibe. Hot Target. No, up until today, I didn't know anything about your... Aber die Zukunft hat einen tödlichen Preis. Hot Target. Astronaut Steven West kehrt als einziger Überlebender der Saturn-Expedition zur Erde zurück. Aber etwas Unfassliches war geschehen. Er brachte das Grauen auf die Erde. Bluthitze, das Grauen aus dem All. Das
Das grauenhafteste Monster der Filmgeschichte wartet auf sie. Bluthitze, das Grauen aus dem All. Wir warnen vor diesem Film. Jan Cheney ist eine nette Person. Sie hat einen netten Mann, einen netten Hund und so nette Nachbarinnen. Schüttelt es durch, verbrennt es, bringt es zum Schmelzen. Überhaupt alles an Jan ist nett, bis zu dem Abend, an dem Jan nicht mehr Jan ist. Oh! Sie ist eine ganz andere Person. Würdest du mir bitte dein Benehmen von heute Abend erklären? No one here can love and understand me. Maxie Malone war in meinem Körper und du hast mit ihr geschlafen. Aber ich habe sie doch weggeschickt. Solange sie Jan ist, ist sie sehr brav. Mich betrinken, verrückt spielen. Sowas würde ich nie tun. Aber wenn sie wirklich super ist, dann ist sie Maxie. Maxie. Höchstpersönlich, Geliebter. Hör auf, lass das! Lass Wo ist meine Frau? In mir war der Geist von Maxie Miller. Weiche! Weiche von ihr, Satan! Ich warne dich, Maxie. Ich will wirklich nicht gewalttätig werden. Einer von uns muss wohl. Orion Pictures präsentiert. So, make the bed. Fass mich nicht an. Glenn Close. Night, the light. Und Glenn Close. Was hältst du von der Nummer im Schrank? Ich hab Migräne. Mandy Patinkin. Ich habe alles unter Kontrolle. Bernard Hughes. Vorsicht! Die meisten Frauen meiden verheiratete Männer. Valerie Curtin. Ich bringe Ihnen was bei. Und Ruth Gordon. Das war eine Frau, eine richtige Superfrau. Ja! In Maxi. Bye! Ich will keine Probleme, sondern eine einsatzbereite Waffe bis Ende Juni. Die letzte einsatzbereite Waffe hatten wir in Korea. Wenn den Militärs absolut nichts mehr einfällt, gehen sie auf die Jagd nach neuen Ideen. Der beste Jagdgrund ist Pacific Tech, ein Forschungsinstitut mit außergewöhnlichen Mitarbeitern. Der absolute Superstar ist Chris Knight. Haben Sie ein Sprudelbad? Selbstverständlich. Er spielt mit den Gesetzen der Schwerkraft. Sind Sie denn noch zu retten da draußen? Ich schwebe etwas. Seine Spielereien sind alle stark Nobelpreisverdächtig. Er ist einer der besten Köpfe unseres Landes. Kopf weg! Sein Intelligenzquotient ist höher, als die meisten zählen können. Ich halte nicht aus. Sie hat den tollsten Körper, den ich im Leben gesehen habe. Sie ist zufällig meine Tochter. Oh, das ist wirklich ein Zufall. Aber als Chris die sensationellste Erfindung des Jahrhunderts macht, das ist es, wollen seine Kumpel die Anerkennung. Du bist nicht mehr die Nummer eins, kapiert? Sein Professor will den Ruhm ernten. Hallo. Passen Sie auf. Und das Militär will seine Entdeckung als Superwaffe einsetzen. Das ist nicht in Ordnung. Chris muss zum Gegenschlag ausholen. Und er weiß auch schon genau wie. Alles bereit für den Einsatz. Er macht Ihnen klar. Verstanden. Das Außentor öffnen. Was er wirklich ist. Das muss ein Genie sein! Was für ein Genie. Funktioniert nicht mehr richtig. Er bringt keine Leistung. Das ist alles. Ja! Was für ein Genie. Number one is a hard time in the making. Er war nicht nur gut. Er war einfach der Beste in seinem Job. Doch er hatte zu hoch gepokert und verlor alles. Aber Jack Casey findet eine Welt ohne den mörderischen Druck und Stress seines knallharten Business. Ab jetzt ist alles, was er tut, sein rein persönliches Risiko. Doch er hat die Power zu erreichen, was er will. Im Dschungel der Straßen wird sein Instinkt zu überleben geschärft. Gewinner zu sein, diesen Wunsch verliert man nie. Und wieder klettert Jack Casey die Erfolgsleiter rauf. Aber diesmal auf seine Weise. The
Wenn man nichts mehr zu verlieren hat, braucht man nur eins. Den Mut, sich den Erfolg wieder zu erkämpfen. Kevin Bacon aus Footloose als Quicksilver. In the Spotlight von RCA Columbia Pictures Video.